Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin's, euer Goose, und das ist mein allererster Vlog, so richtig. Es gab schon mal so einen Vlog, Kreinbach war das damals, das Video vom Rallye-Autofahren, aber das war eher so Wallis-Ding. Wir haben kaum in die Kamera geredet und das wird halt jetzt so der richtige erste Vlog. Und der ist aber nur möglich durch einen sehr, sehr guten Freund. Ihr kennt ihn, Eude Jason, Hashtag Mario. Danke, der hat mir das Ticket für das heutige Spiel geschenkt und somit fahren wir heute mit ihm und noch einer Person, die seht ihr dann später im Video, zum Eishockey. Die Vienna Capitals spielen gegen die Boostertaler Wölfe. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich war schon sehr oft bei den Caps, aber eben schon lange nicht mehr. Ich war 2017, 2018. So 2017 bis 2019, würde ich jetzt fast behaupten, war ich schon sehr, sehr, sehr oft. Und ja, auch in New York durfte ich damals ein Spiel von den Rangers besichtigen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr hyped. Und schauen wir mal, wie mein erster Vlog so wird. Und kann nur gut losgehen, glaube ich. Ja, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist halt meine Sammlung, das wird halt wahrscheinlich so getragen, wahrscheinlich das Jersey, Cap, Cappy, weiß ich noch nicht. Das ist das, ja, einer meiner Lieblingskappen, weil ich finde die Eishockey-Bandeln da vorne von den Caps so lauernd. Also es ist ein Caps-Cappy, das war ein Must-Have für mich. Das Trikot ist glaube ich aus dem Jahr 2016. Ja, das habe ich auch damals aus New York mitgenommen. Cappy von den New York Rangers, New York Rangers von den Detroit Red Wings, Hilfe. Das war mein allererstes Eishockey-Trikot. Viele kennen es auch, mein RP-Charakter Shanahan mit der Nummer 14, das habe ich geschenkt bekommen von meiner Familie. Das habe ich mir damals in New York gekauft, weil er damals verletzt zurücktreten musste. Henrik Zenterberg mit der Nummer 40, der Captain der Red Wings. Mein eigentlich absoluter Lieblings-Eishockey-Verein seit klein auf. Wegen Shanahan habe ich die Nummer 14. Ja, das Cappy habe ich mir damals auch gekauft, wie ich in New York war. Fand ich einfach geil. Und ich habe damals die Rangers gegen die Montreal Canadiens gesehen. Einer der geilsten Eishockey-Spiele für mich, die ich je gesehen habe. Und das live war einfach nur episch. Nur habe ich mir damals kein Trikot mitgenommen. Und meine Schwester war heuer mit meiner Mutter in New York und hat mir das mitgenommen. Und erst nachträglich quasi. Also ja, echt feine, geile Sache. Und ja, es dauert noch ein bisschen, bis die zwei kommen. Aber ich melde mich dann wieder, beziehungsweise im nächsten Cut geht es dann von da an weiter, wo die zwei da sind. Ich werde noch ein bisschen Wohnung zusammenräumen und so. Mich dann noch fresh machen. Meine, der Pulli sitzt schon mal, aber die Frisur schauen wir mal. Und ja, schon gespannt und hyped. So Leute, da sind wir jetzt im Auto, es ist schon spät, die Herren sind da, da hinten sitzt unser lieber edler Spender, danke nochmal für das Ticket. Also schicke ich dann bei Post. Genau, steht alles unten in der Videobeschreibung und ich habe ja gesagt, ich habe euch versprochen, einen Special Gast, der da ist, das ist unser Taxifahrer, Autofahrer. Ehemaliger Bus. Der Motorbus ist da! Wie viel das Eishockey-Match? Vierte? Er kommt ja eigentlich vom Football, für die Leute, die es nicht wissen. Sieht man ja nicht mehr so. Hat ein paar Kilo verloren am Weg daher. Die Massephase habe ich hinter mir, also. schönes Auto hast du übrigens, gell? Dankeschön, dankeschön. Das hat er sich neu gekauft, im Sinne von, er fährt Reifen wechseln und kommt mit einem neuen Auto heim. Da war die Frau sehr angenehm, gleich mit nützlichen verbunden. Genau. Wenn ich Raffenwechsel kann, ich gleich aufs Neige tauschen. Ja. Also, Mario, magst du das jetzt auch in Zukunft, oder? Nein, glaube ich nicht. Ja. Wichtige Facts bei dem heutigen Spiel sind ja, dass die Caps zurzeit ja den schlechtesten Ligaplatz seit Einführung der Caps haben, also seit Gründung der Caps. Was sind wir gerade? Elfter. Elfter, genau. Und ja, so schlecht waren sie noch nie. Der letzte Meistertitel war 2017, 18? 17, genau. So lange her, das ist. Genau, also es ist. Noch kein Board gehabt. Das ist aber
nicht so. Na, oh ja, stimmt. Möglich. Das ist so möglich. Ich meine, ich habe das zwar noch nicht kennt, aber vom okay. Bartwuchs her. Ja, das stimmt. Na ja, gut, ich habe meine ja schon mal schneiden lassen, das ist nicht. Auf alle Fälle ist die Geschichte halt, es sind nur noch, wenn die Rechnung stimmt, 13 Match, 12 Match bis zu den Playoffs. So einen Dreh. Und da sieht es halt nicht gut aus, somit müssen die Caps jetzt wirklich, ist ein jedes Match ein Win-or-Lose-Game, also verlieren eigentlich nichts erlaubt. Der große Vorteil wäre halt heute, spielen die Pioneers gegen einen KC. Die Pioneers sind 9 Punkte für die Caps, das heißt eigentlich gehe ich davon aus, dass die Pioneers verlieren werden, ich hoffe es. Was die Caps reißen, müssen wir schauen, das ist eher das, was wir suchen. Genau, also es ist eigentlich heute für Würze gesorgt, vor allem weil die Caps morgen gleich wieder spielen. Also, ja, salty. Aha, ist schön. Hast du das Gewürz von daheim mitnehmen können? Was ist das? Ich habe mich gescheit festgeschraubt, deswegen hat sich die Kamera bewegt. Also so Gas geben hast. Echt? Ich glaube, wir haben Movement da drin. Ja, ja, stimmt. Das ist der 3D-Effekt. Ja. Das ist die Mobsbeschleunigung. Das ist immer so. Genau. Das ist immer so. Vor allem ist es ja... Wenn du schneller Gas gibst, sitzt bei Mario hinten. Bitte nicht. Das wird ein Platz frei. Rutschstube, danke. Wir machen den Koffer auf. Vor allem ist es ja für ein All-or-Nothing-Game für die, also nicht ein Game, aber eine All-or-Nothing-Zeit für die Caps, da ja der Mario gerade uns erzählt hat, dass der Besitzer der Caps nicht mehr weitermachen will. Und da es angeblich zwar drei Interessenten gibt, so dass sie es rausbringen, wäre es halt schön, wenn sich der Verein bestmöglich verkauft. Und das ist mit Platz 11 nicht das Wahre. 9 Spieler haben sie jetzt, hast du auch erzählt, oder? Ja, sie haben jetzt einige Spieler neu geholt. Letztes Jahr ist noch vorgestellt worden, dass Zane Franklin, ich merke mir endlich seinen Namen, Kanadier, 24, schaut durch seinen Bartwuchs aus, fast so wie der Mundl mit 50. Gott sei Dank, also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin so froh, dass sie den geholt haben. Ich habe keine Ahnung, von was es redet. Da vorne ist dann die Autobahn auf. Ja, ich will mir gar danken, weil sonst bleiben wir auf der Autobahn, sonst können wir es live anschauen auf der Autobahn. Na dann. Prinzipiell hätte der junge Mann ja einen sehr guten Start gehabt. Im ersten Spiel hat er gleich mal ein Tor geschossen. Muss man ihm hoch anrechnen, schafft nicht jeder. Manche schaffen es nach 20 Spielen immer nicht. Bei Eishockey habe ich noch nie ein Tor geschossen. Muss aber ehrlich dazu sagen, noch nie Eishockey gespielt. Also ich habe schon ein Tor geschossen in Eishockey, aber ich habe noch nie ein professionelles Match gespielt. Also zählt es als halbes Tor, würde ich sagen, oder? Das ist richtig. Der hat da überbelichtet, das sollte man stimmen. Voll. Immer kurz. Die Innenbeleuchtung ist fast rot dran, weil die Tankstelle so höher ist. Das ist ja genau wurscht. Man sieht zwar Minimum mehr, aber es ist wurscht. Alter, da redet der Kopf! Da redet der Kopf! Wer ist es? Das heißt, das sieht jetzt von der Leimauter, ne? Vor allem, wenn die Brille spiegelt. Ja, das ist blöderweise nicht ein Spiegel. Das macht sich gerade vielleicht ein bisschen negativ. Nein, so geht's. So geht's. Ich glaube, jetzt hat er gerade den Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Ja. Mundl, findest du ein XXXL-Level für dich oder nicht? Ich brauche ein XXL-Level. Du brauchst ihn in... Vor allem mit so großen Sachen. Ah ja, stimmt, das war einmal. Das war einmal. Was ist das? Das ist die Fundgrube. Das ist, wo ich meins her habe. Ja. Die sind billiger. Genau, das sind die günstigen. Das sind Fische. Das ist nicht die Größe. Ja, wo, ich weiß. Wir kommen den Gleitner heute noch ein. Fischer? Fischerhut? Das wird passen. Was ist das für ein Dress? Fischer und Handel. Dress. Dress sind immer groß. Jawohl! Dass er da noch einmal ein Ding wird.
Du, erst, du machst dir keinen Sport damit, du ziehst das Saison anders aus wie wir. Fischer. Da haben so Pucks und Gedöns und Weihnachtspucks. Ich glaube, das sind Sitzpads für die Sitzbank, mein Freund. Jacken, also es gibt eigentlich hier alles wie in jedem gut bestückten Shop. Cappy. Gibt's was Neues für mich? Caps. Das ist ein lavender Merch. Der Doktor. Caps. Genau, und das sind die, weil die Caplers haben ja eine Partnerschaft mit den Las Vegas Knights aus der NHL. Oh, der Magnet ist geil. Wahnsinn. Gegönnt. Du kannst was Magneten. Schaut, das bist du, Wiener Bur. Burm, aber nicht Donaustadt, ne? Da gibt es auch andere, schau, das ist echt, schaut, das Ding kann man drehen, wirklich. Ja, da schon, Kapitals. Das Ding kann man drehen, hat er Wiener gesagt. Wiener, das ist aber cool. Digga? Ja. Schaut, das ist Wiener Bur. Na, mir reicht ein Eishockey-Feld, danke. Ich habe ein Eishockey-Feld. Ja. Jetzt gibt's Essen. Wir nehmen Schnitzelsemmeln. Schnitzelsemmeln, ja. Schnitzelsemmeln. Wasserplan. Mitkommen? Ja, ohne. Mit Mayo, bitte. Also es gibt Schnitzelsemmeln mit Pommes. Die Bewertung folgt dann nach dem Essen. Das ist also, gestaltet sich schwierig. In den Herrn fragen, der isst schon. Wie schmeckt's, oder? Ist heiß? Na, schwer. Schwer? So schwer. 1 bis 10? Hölle. Okay, so 8. 8 ist eine Ansage, ich bin gespannt. Also, ja, es war doch eine verdiente 8. Also hat schon geil geschmeckt, die Pommes mit dem Schnitzelsemmel. Schauen wir mal von der Lenkseite aufs Feld. Schauen wir mal, wie es da abgeht. Also die Plätze sind schon nice. Da vor uns ist genau die Strafbox, da sitzt die Technik. Die Eismaschinen machen das Eis noch frei. Aber da wir ranzoomen können. Ja. Ist gerade dunkel für den Einlauf. Wird dann gleich losgehen. 14 Minuten noch bis zum Matchstart. Stadion recht seicht gefühlt. Sieht leer aus, aber es ist doch irgendwie gut. Schauen wir mal. Links ist der Eintracht, Bucke. Ganz grottig da. Du findest uns. Ja, wo passiert das? Dort, der fährt den Gas. Der Capitano? Ja. Jetzt kommen wir links beim Eingang, kommen jetzt Leute rein. So Eishockey-Spieler. Weißt du, dass man beim Flug auf die Stimmung aufnehmen will? Es ist eh gerade keine, aber. So, ja, weil es ja spannend ist. Nicht Stimme, sondern Stimmung. Das ist auch was mich jedes Mal fasziniert, was die Stimme ist. Was passiert als nächstes? Jeder im Stadion war es, das tun wir nicht. Die Leute. Und jeder war. Das tun wir nicht jedes Mal dieselben Leute. Und immer aus demselben Zusammenhang. Egal, bei welcher Sportart. Ich hab's wieder verpasst! Sehr gut, sehr gut. 2 von 2! Nice! Ich glaube, den Flop wollen wir nächste Woche wiederholen. Die spielen morgen eh nochmal. Das ist ein Probeflop. Hinter Nummer 30, meine Damen und Herren. Hackel! Jawohl! Da kommt der Mutter!
Fischer! Schulz! Jetzt könnt's losgehen! Übrigens möchte die Community von der Moving Pixel Avenue. Moving Pixel Avenue! Wir haben nur eine Minute so gesagt. Ich habe damals den Wolli getroffen, da drüben. Ja, wir haben nur mehr eine Minute, bis es mit losgeht. Ja, da drüben ist er irgendwo gestanden. Ja, genau da. Ja, genau da. Da habe ich ihn gefragt, habe ihn gesehen und habe gefragt, ob er Autogramm haben kann. Das ist belächelt worden. Ich finde das für eine Frechheit. Ich habe nichts mehr zu sagen. Habe fertig. Habe fertig. Let's go! Die haben wir angeschnitten. Das ist angeschnitten. Und ich merke, ich war schon lange nicht mehr auf ein Eishockey-Match von längsseitig. Ich sehe den Puck gar nicht. Schwierig. Hoppe! Fans geben Gas. Caps verbunden. Rams. Körperbetonter Sport. Ich liebe Eishockey. Kriege ich gleich wieder Bock auf der Konsole zum Spielen. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Hoppe! Und ich hab's nicht drauf. Da ist ein Kopf. Du hast die ganzen Highlights. Wenn jetzt das 1-0 machen. Schwer Schuss! Gute Chance! Erste gute Chance im Match! Donnerstädter Jungs! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Das, Stockfehler! Aber jetzt dynamisch! Sehr gut! Jetzt dieses Spiel aufbauen, ja, wieder vorbei. Und da gibt es eine Strafe! Strafe ausgesprochen und jetzt müssen sie was machen. Spiel breit machen. Die Fans gehen mit. Aber auch schon unterbrochen. Jetzt gibt es nochmal 2 Minuten Strafe wegen Beinstellens. Erstes Powerplay im ersten Drittel. Kommt was Zählbares dabei raus. Was ist jetzt? Bringen wir nicht einmal mehr Bulli zusammen. Ansage vom Mundo. Ah, danke, der ist gut! Der war nicht schlecht! Nein, der war vorbei. Der war hinterm Tor. Gut aufbauen, breit machen, genau. Wieder rüber. Ah, unnötig im Puck verloren. Das kostet jetzt Zeit, da fliegt der Puck weit hinaus. Wichtige Zeit gut gemacht für die Bustertaler Wölfe. Das ist schon mal ein grundlegendes Problem, wie es lösbar ist. Das ist ein Aufbauproblem. Man müsste einfach nur mehr im Baustellensimulator spielen, dann hat es beim Aufbauen keine Schwierigkeiten. Ja, genau. Da. Und das Powerplay ist in 5 Sekunden aus. Nämlich genau jetzt. Bringt den Puck nicht zum Rein. Aber jetzt, wieder genau auf den Tor jetzt! Und der muss fast drin sein! Aber die Caps bis jetzt klar die bessere Mannschaft, wenn man das so sagen kann. Mehr im Puckbesitz, mehr im gegnerischen Drittel. Aber
noch nicht die Chancen, noch nichts Zählbares in den ersten 10 Minuten. Der Überheber. Der Überheber. Ich schaue natürlich gerade aufs Handy, weil ich eine WhatsApp kriege. Und es steht 1-0, totaler Wölfe. Distanzschuss vom hinteren Drittel. Genauso wie ich es gern Eishockey spielen würde, also auf der Konsole. So steht es 1-0. Für die Gäste aus nichts, ihre erste richtige Torschance. Ratlosigkeit und da die Gästefans, die haben wir noch gar nicht begrüßt. Schon wieder die Gäste am Start. Fanghandschuh rein. Jetzt sieht's aus. Oh! Jawohl, wir brauchen ein bisschen Hitze in dem Spiel. Let's go! Die Ustertaler wieder im Aufbauspiel. Wieder ganz gefährlich. Gerade hinten links weg. Ich will ihn hinter uns auch nicht die Sicht nehmen. Weiter geht's. Und sind wir da leider gar nicht so. Das war jetzt ganz, ganz, ganz knapp. 4 Minuten noch im ersten Drittel. Let's go. Jetzt dann das Spiel aufbauen. Ja. Wir brauchen einen, der muss einmal den Nackelpack auspacken. Ja. Die brauchen die Entenformation. Ja, die V-Formation. Erstes Drittel vorbei. Caps meiner Meinung nach die ein bisschen bessere Mannschaft, aber nicht zwingend. Also da fehlen so diese super Torchancen. Und ja, muss totaler Wölfe dann eher mit seinem golden Schuss und deswegen steht es. Also, Susi, ich möchte dich fragen, möchtest du noch ein Elektrolyt? Ja, Getränk. Ja, bitte, ich hätte gerne noch ein. Ich hol dir noch ein elektrolythaltiges Getränk. Vor allem, du da drauf stehst. No Werbung in der. Aufpassen, da steht mein Eis, der hat sich den umhaust, falls du das Vorderland. Also, Pause. So. Oh, weiter geht's. Ja, genau, jetzt spielen wir auf die Arschlochseiten. Jetzt sind es besser, ich spiele mal wieder. Nein, eben nicht. Angeblich ist das zweite Drittel immer schlechteste. Und wir kommen im zweiten schlechtesten Drittel. Machen wir jetzt gleich mal ein Goal zum Anfang. Zweiten schlechtesten Drittel. Ja. Da war noch nicht wirklich viel passiert da im zweiten Drittel, also. Jo! Powerplay, aber. Ja, Powerplay für die Wölfe gerade. Ganz gefährlich. Ja, die spielen das schon ganz anders, viel ruhiger und viel sich Zeit lassen. Eine Minute noch. Aber der Kepsi Powerplay vorher schon fast vorbei. Ganz gefährlich jetzt. Ja, wie ruhig die das spielen. Gerade krasse Unterschied. Aber auch gut. 20 Sekunden noch. Und jetzt. Sehr gut gekehrt, der Caps. Jetzt die Chance für die Caps. Er macht ihn nicht! Er macht ihn nicht! Einen 1000-prozentigen! Den muss er machen, er rennt allein auf den Tormann zu. Das war's jetzt gewesen. Kurz noch ein Powerplay. Ja, das nehme ich auch noch, aber den muss er machen.
Jetzt ein Boah! Die Gäste klar stärker. Mach Fokus erst. Video. Boah. Ja, es klingelt gleich. Gleich klingelt's. Und aber jetzt vielleicht die Konter. Ganz wichtig, ganz Spaß und der wieder hinten auf den Schlittschuh und die ganze Geschichte ist schon wieder vorbei. Schade. 3 gegen 3. 3 gegen 3. Oh, hin. Aber die Stimmung ist da, obwohl das Spiel jetzt nicht gerade bewegend ist. Generell die Saison ist die Stimmung da. Das muss man schon hoch anrechnen. Ich erinnere mich, dass ich euch fühlen sollte. Du kannst ja nicht schön. Hat drauf, Alter! Mal eine die Wuchtel! Hoppe! Jetzt dann! Au, Pfosten! Aber die Intensität bleibt da! Der Puck ist noch heiß! Der war gut! Wie kann man den nicht machen? Caps haben jetzt ein bisschen da fangen. 8 Minuten 30 noch. Aber ich habe das Gefühl, sie stehen auch jetzt offener. Kommen wir da schon sehr oft allein so Richtung Tor. Der ist wieder ganz gefährlich gewesen. Jetzt nimmt das Spiel langsam Fahrt auf. Aber war ja noch nicht. Und jetzt dann 4 gegen 2, 4 gegen 3. Oh, und dann verkacken sie es. Ich wollte gerade sagen, jetzt dann Konter. Jetzt dann, ja, fuck, das ist es, das stört mich, da kann ich die aussuchen. Diese Technikfehler. Das wäre das zweite Mal schon gewesen, dass wir allein aufs Tor gerannt werden. Ja, aber ich spiele auf Disco hier, oder? Die heißen Boostertaler. Nicht die Hustentaler. Ja, da ist das schon wieder Powerplay, das gibt's ja nicht! Nimmt's an die Scheiben mal! Ich hoffe inständig, dass da noch mindestens zwei Tore fallen, weil keines gefilmt zu haben, wäre ein bisschen peinlich. Jetzt keine Strafe, ganz heftig. Aber jetzt der Konter. Er bringt halt den Puck nicht vor. Es ist halt unglaublich. 4 Minuten und 10 Sekunden noch. Da wieder. Kleiner Unachtsamkeitsfehler, aber jetzt da vielleicht die Gegner in der Rückwärtsphase erwischt. Also ja, aber sie bremsen sie so. Es dauert wieder zu lange, es dauert einfach zu lange. Bremsen sie so aus. Ja. Wo nicht so schlecht war. Schau das an. Wenn der antizipiert, steht allein vom Tormann. Es ist wieder antizipiert. Hui! Er pflückt sich die Pflaumen. Wow. Ja. Also für mich wirken die Boostertaler einfach gefährlich. Und ein Wechselfehler! Wechselfehler! Wechselfehler, die waren einer mehr.
Die Bustertaler, sie waren gerade eins viel. Nein, er sitzt noch auf der Bande und es sind fünf am Feld. Da wird jetzt gerade einer aussucht, der die Strafe absitzt. Powerplay für die Capitals. Normalerweise. So, Powerplay jetzt für die Caps wegen dem Wechselfehler, weil es waren sechs Spieler von die Bustertaler am Eis. Jetzt muss was passieren. Jetzt muss fast das 1-1 fallen. Schauen wir uns das Powerplay jetzt anlegen. Ja, es sind schon wieder Scheibe eher unten. Der war gut. Also die Caps suchen viel schneller den Abschluss als vor die Bustertaler. 1 Minute 30, noch genug Zeit noch. Warum so hektisch? Warum so hektisch? Ich verstehe es nicht. Also, ganz schlechtes Powerplay. Also, wieder wie vorher, eine Minute. Beginn und dann fast der grobe Fehler. Schaut euch das an. Also, jetzt ein Konter, jetzt muss. Jetzt komm. Wieder nichts. Ruhig. Lass die Scheibe laufen. 30 Sekunden noch. Scheibe laufen lassen. Wieder Fehlpass. Das gibt's ja nicht. Oder war dein Stecken dazwischen? 21 Sekunden noch, Powerplay. Eine Minute 21. Nein. Hoch. Schau auf die rechte Uhr. Warte, ich hab's doch mit dir nicht gesehen. Aber viel. Mit dir hab ich's doch nicht gesehen. Auf die Zeit. Nein, es waren 12 Sekunden, rechts unten. So geht's. Aber wichtig, ich hab's gesagt, das muss passieren. 1-1 für die Caps. Ganz, ganz wichtig. Es war unbedingt nötig, weil sonst wäre das ganz schlecht ausgegangen, meiner Meinung nach. Weil wenn das 2-0 fällt, ist das Spiel meiner Meinung nach vorbei. Aber schon mal, Eishockey, schon schnelllebiger Sport, da kann viel passieren. Kann viel schnell passieren. Jetzt ein Wahnsinn 2-1! Und er macht halt den Icebreaker! Während die Caps den noch jubeln, wir noch jubeln, kassieren sie das 2-1. 35 Sekunden auf Tour! Das ist ein Knackmarsch, oder? War schöner Aufruf! Danke, das ist bitter. Was für ein zweites Drittel innerhalb von einer Minute. Ich habe es gerade noch gesagt. Eishockey ist schnelllebig. Und während wir das eine Tor noch feiern, passiert eins. Mal, das Drittel ist noch nicht aus. 18 Sekunden können lang sein im Eishockey. Dabei 2-1, Bustertal. Eiskalt verwandelt. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, die haben noch nie ein Spiel gewonnen, wenn ich zugeschaut habe. Und dafür habe ich kaum Spiele verloren, wenn ich zugeschaut habe. Also ich habe eine sehr positive Bilanz. Ja, aber ich habe anscheinend die höhere Macht. Wieso noch nicht raus? Wir reden nachher weiter. So, ich gehe jetzt eine rauchen und hol mir Popcorn. Er tut nicht rauchen. Ja, genau. Das tut man nicht. Genau. Und so wie ich, genau, nur wie ich Alkohol habe. Genau, der Alkohol. Elektrolytgetränke. Genau. Viel mehr Elektrolytgetränke. Wird das noch raus oder nicht? Schauen wir mal in Rot. Ich bin guter Dinge, gell? Okay? Ja. Also persönlich muss ich jetzt sagen, die zweite Halbzeit schon sehr spritziger, motivierter. Aber ich fand die Offensive von den Bustertaler dafür
doppelte Stärke als in der Erdkarte. Das Problem ist halt wieder die Defense gewesen. Ja, ich bin klar, viele Fehler. Also so viele kleine Fehler. Da der eine Pass, wo er allein aufs Tor rennen hätte können. Ganz ehrlich, ich hätte in Wahnsinn, wenn wir jetzt einen Vorwurf machen bei beiden Toren. Ja. Ich glaube, dass die Defense für Schuld hat. Nach wie vor. Ja. Und sie suchen die falsche Verstärkung. Sie haben jetzt zwei Offensivspieler geholt. Gescheiter war gewesen, Defensivspieler. Na, schauen wir mal, was da noch passiert. Also ich bin entspannt. Also ich, beim Bauchgefühl, ist nicht eng. Wir sehen eine Overtime. Ich glaube auch, es wird eine Overtime gehen. Leider wird er nicht volle Punkte bezahlt. Du schau her, Penalty hätten wir noch nicht gehabt auf unserem Kanal. Nein, eh nicht. Also in die ganzen Eishockey-Videos kam sie das mal. Na dann, das erste Mal. Wird Zeit. Let's go. Drittes Drittel, 2-1. Geht da noch was? Fragezeichen. Dritte, letzte Drittel. Ja. Das dritte Drittel von drei. Fangen wir an. Könnte aber auch das letzte sein. Ja. Vielleicht könnte auch gleich das 2-2 machen. Boah! Ich hab's so schön. Du hast gesehen, ja. 6 Sekunden noch im Start. Ah, danke, wir gehen an. So, dann gehen wir Caps. Ah, jetzt an! Ah, mit der Hacke! Jetzt die Caps. Da ist aber wieder keiner. Jetzt kommt der Pustertal. 2-3. Boah. Jetzt die Caps wieder. Guter Pass! Und den Schritt zu spät. Der Schritt zu spät. Boah. Ah, die spielen das. Spielen das nicht schlecht. Phasenweise nicht schlecht, die Pustertaler. Gut behauptet. Da kann man was aufbauen, aber dann der Schuss. Boah. Und fast in Konter gefahren. Super Pass jetzt. Komm an, spiel rüber, spiel rüber! Warum nicht? Geht da oben aber Vollgas da dran. Die Gäste. Da hat er mein berechtigt, weil es doch auch irgendwie ein direktes Duell ist. Jetzt die Kette, schießt den Tormann an. Noch einmal die Chance. Oh, Alter, genau das darf nicht passieren und jetzt geht er alleine. 3-1. Doch nicht. Ganz wichtig. Ja, so ist es nicht. Ganz wichtig, weil sonst wäre es aus gewesen. Jetzt ein Penalty schießen. Ist das die Vorentscheidung? Ja oder nein? Er macht den Penalty nicht! Die Caps bleiben dabei! 2-1 noch! Jetzt ist die Stimmung heiß. Ich glaube, wir können da ein super Spiel noch erleben. Es bleibt beim 2-1. Auf geht's, Wiener kämpfen und siegen! Auf geht's, Wiener kämpfen und siegen! Jetzt kriegt das Spiel noch mal 14 Minuten Verschluss die richtige Würze gar nicht. Obwohl die Pustertaler da ganz gefährlich sind wieder mal. Und wieder gehalten vom Goalie. Jetzt ist er aufgefahren. So, Strafe für die Caps, 10 Minuten noch zu spielen. Die Caps sind einer weniger. Wenn da jetzt das Tor fällt, glaube ich, war es das. Also jetzt ist kritische matchentscheidende Phase. Da heißt es überleben. 2 Minuten wegen halten. Und die Pustertaler können Playoff nicht schlecht. Und jetzt komm, come on! Wo ist der Lucky Punch? Ich habe gerade noch vom Lucky Punch aufgehört.
Aber da hat, weiß ich, Beton auf die Hufe, der ist ja langsam. Man fangst da zum Rennen! 30 Sekunden noch Powerplay. Für die Pustertaler. Insgesamt geht es noch 8 Minuten 20. Jetzt, come on! Wichtig, come on! Warum? Warum so? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum doggelt der so aus 2 Metern so zu? Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Also mir ist solche Dinge nicht begreiflich. Ganz schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Also das sind 4-5 grobe Eigenfehler, die mindestens zu 1 oder 2 Tore führen hätten müssen oder können. Weil die Caps-Fans kommen nochmal, 7 Minuten 30 noch. Könnte man schon über Beinstellen nachdenken. Das ist halt jetzt Back auch noch. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, oder? Ball in die Botanik. Buch in die Botanik. 6 Minuten, 10 Minuten noch. Wie viel geht's aus? 3-2 für Tirol. Also 2-3. Verstanden. Ja. Ah, okay. Schauen wir mal. Drei Minuten Powerplay. Das letzte Powerplay hat es geklingelt für die Caps. Die Fans wollen, dass man aufsteht, wenn man Wiener ist, aber es steht keiner auf. Warum auch immer. Nicht der nötige Support, den ich mir da schon erwarte. Jetzt vielleicht, steht auf, wenn ihr Wiener seid. Da steht keiner auf, es bleiben alle sitzen. Jetzt an die Caps, der muss drin sein, er macht ihn nicht, er macht ihn nicht. 100%ige. Manchmal muss man aber auch leider einen machen, da verstolpert sich das wieder. Support nur mittelmäßig gerade. Oben. Wichtiger Punktverlust. So, es gab jetzt noch eine Strafe für die Pustertaler Wölfe. Somit haben wir jetzt 2 Minuten und 50 Sekunden. Mit Unterzahl und somit 50 Sekunden nur zu dritt. Jetzt steht alles auf. Jetzt ist die Stimmung da. Wir haben noch 4 Minuten. 50 Sekunden sind die Caps mit 2 Mann mehr am Eis und dann nochmal 2 Minuten mit einem Mann mehr. Also jetzt muss was passieren. Es steht das Stadion. 4 Minuten geht's noch. Ja, die Pustertaler spielen das einmal schlau, aber die Caps haben den Puck. Jetzt muss was passieren. 2 Mann mehr. Gänsehaut-Feeling gerade. Ruhig, lass die Scheiben laufen. Hey, oh, hey. Erster Schuss. Da ist aber der. Ja! Ich bin gerade unabsichtlich auf die Kamera gekommen, trotzdem habe ich das Tor drauf. Aber es wird reviewed. Die Schiedsrichter schauen sich das Tor nochmal an. Aber die Stimmung kocht. 3 Minuten 49. Es würde 2-2 stehen für die Caps. Ich habe gerade die Kamera wechseln wollen und habe leider den falschen Button gedrückt. Zum Glück habe ich das Tor drauf. Schade für den Shortcut, Hardcut. Thank you.
gerade gezeigt hat, das war die Mundelcam. Bleibt beim Stand von 1:2. Die Caps haben noch 30 Sekunden, zwei Mann mehr und 1 Minute 36, einen Mann mehr. Das Spiel geht noch 3 Minuten 49. Let's go! Jetzt wieder die Caps. Ruhig. Ruhig spielen. Das Powerplay. 7 Sekunden noch mit 2 Mann mehr. Der springt ihm auf den Falschen. So, jetzt ist einer Mann mehr noch. Eine Minute noch. Einen Mann mehr für die Caps. Warte! Warte! 3 Minuten noch. Wiederankommen auf den Scheiß-Taster! 2:2, 3 Minuten noch auf der Uhr! Besser kann dieser Flop gar nicht werden! Die Streik-Triple 1:2, wir fangen jetzt an die Triple! Ein Mast ist hergesagt. Und wenn du ein Video von der ersten und zweiten Minute, das ist hart wie ein Fahrrad. Super Best. Jetzt schämen wir uns nur einmal. Ja, ja. Jetzt sehe ich die Caps ganz klar vorne. Guter Schuss. Wir sind drauf. Aber ich habe in der dritten Pause gesagt zu Mario: Powerplay. Also, Overtime. Wir wollen euch kämpfen sehen, wir wollen euch siegen sehen. Abseits wäre das jetzt. Das wird es wohl gewesen sein. Außer jetzt vielleicht nochmal der Lucky Punch, 4 Sekunden noch. Das war's, es geht in die Overtime. Pixel Crew. Ich hab's doch vorher gesagt, es wird in die Overtime gehen. Ich bin halt doch ein Kenner. Wir haben 2:2 Tore, 33:29 Torschüsse für die Caps. Schauen wir mal, ich würde die Caps jetzt um den Ticken besser sehen. Aber schauen wir mal. Let's go. Ja, dein Tipp 10 ist auch noch drin, ne? 2:3 für die Wölfe. Noch genau aufgeregt. Den er penalty schießt oder nicht? Nein. Ich glaub's auch nicht. 5 Minuten Overtime, 3 gegen 3. Da entscheidet jetzt jede Kleinigkeit. Vor allem irgendwie eine dumme Strafe ist da ganz gefährlich. Oh, die Ostertaler laufen an. Haben seit Beginn an, also seit knapp 1 Minute 20, den Puck. Das ist der erste gefährliche Schuss. Da war der Doppelpass und jetzt das erste Mal die Caps am Puck in der Overtime. Ui, da kommt der harte Check. Es geht weiter und jetzt die Booster-Bauer. Er macht ihn nicht. Der Puck ist aber noch heiß, die sind noch immer. Wahnsinn! Jetzt die Caps. Caps in Konter. Die wechseln durch die Reihen. Und dann muss er verzögern. Da ist keiner. Boah, ob der noch drin war? Fragezeichen. Boah, Mann. 3 Minuten noch. Overtime. 36 Sekunden noch. 2:2. Ein offener Schlagabtausch gerade, also
Keiner darf sich da einen Fehler erlauben. Ja. 13 Sekunden auf die Caps wechseln, nochmal die Reihen. 9, 8. Verstolpert sich da leicht. Punktverlust. Da muss jetzt das Foul kommen. Das Match ist aus. Also das Spiel. Das war 2-2 und jetzt gibt es Penaltyschießen. Habe ich auch schon mal gesagt, bei uns am Kanal hat es noch nie Penaltyschießen gegeben. Weil so viele Eishockey geflogen sind. Ja, 100% von 100%. Richtig, genau. Jedes Mal, ja, jedes Mal, wenn man von Eishockey geflogen macht, gibt es Penaltyschießen. Richtig. Das ist ja schon richtig uninteressant. Ja. Penaltyschießen hat begonnen. Und da ist 1-0 für die Düster der Wölfe. Best of three. Der Ping von den Caps verpasst dich von. Der Caps-Spieler hat verschossen. Chance lebt noch, 2-1 für die Caps, für den Pustertal, aber die Chance lebt. Jetzt muss der Keeper halten. Und er haltet! Da geht's ja nicht mehr. Aber das war's. Caps scheitern und verlieren im Penaltyschießen mit 2-1. Die Wölfe gewinnen das Ding insgesamt 3-2. Schade. Ja, tut mir leid, mein Freund. Ja, hat nicht sollen sein. War genau knapp. Der glücklichere hat gewonnen. Ja, bist du morgen wieder da? Natürlich. Dann wünsche ich für morgen viel Glück und morgen wird es gewinnen. Oder davon aus. Obwohl der Gegner ja schwieriger ist. Der Gegner ist schwerer, ja, aber ja. Morgen gewinnen, also das ist. Genau, so ist es. Also, liebe Leute, lasst ein Like, ein Abo, Kommentar da. Die zwei werde ich auch verlinken, da, die zwei Pappenheimer. Folgen. Genau, folgen den Zweien. Bei mir gibt es da nicht viel Content, aber folgen. Genau, so ist es. Und oh ja, TikTok und so. Der nächste Vlog wird auch ein Sportvlog, da geht es im Wintersportart für mich. Das erste Mal. Das freue ich mich schon, bin richtig hyped. Und wir sehen sich, hören sich beim nächsten Videostream. Irgendwas. Ich bin's raus, euer Gus. Ja, servus.